Als Biolandwirt und grüner Politiker beschäftigt mich der Klimawandel, der längst eine Klimakrise ist, immer intensiver. Wir erleben gerade in unserer Region eine zunehmende Trockenheit, mehr Schäden durch Hagel und Stürme und das Voranschreiten des Waldsterbens. Ein Weiter-so können wir uns nicht mehr leisten. Vor allem beim Verkehr muss sofort eine Wende her. Die Wiederbelebung einer noch weitgehend intakten dieser Bahnstrecke wäre dabei ein wichtiger Baustein dazu. Umso mehr erstaunen mich die von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft prognostizierten 563 Personenkilometer für diese Bahnstrecke zwischen Schweinfurt und Kitzingen. Und das vor allem deshalb, weil zwei renommierte Gutachter die doppelte bis fast die dreifache Passagierzahl errechnet haben. Als erster Schritt, noch bevor man alles weiter überlegt, ist es zwingend nötig, dass die drei Gutachten verglichen und in der Öffentlichkeit genauso wie in den zuständigen politischen Gremien geprüft werden. Der Förderverein Steigerwald Express, der Verkehrsclub Deutschland und auch wir Grünen werden die schwer nachvollziehbaren Ergebnisse der BEG-Studie im Detail mit den positiven Gutachten von Dr. Konrad Schliephake von der Universität Würzburg und von der Gesellschaft Cobra vergleichen. Als Vertreter der Befürworterseite sage ich, dass die knapp 50 Kilometer trotz der ungünstigen Analyse jetzt keinesfalls auf die Schnelle entwidmet und die Bahnlinie schon gar nicht durch den Verkauf von Teilflächen zerschlagen werden dürfen. Alles andere wäre absolut unredlich. Staatssekretär Gerhard Eck plant, eine Interessengemeinschaft zur beschleunigten Entwicklung der Bahnstrecke zu gründen, zeigt zum einen sein nach wie vor falsches Denken. Die Methodik ist außerdem die gleiche wie beim Nationalpark Steigerwald, den zu verhindern, Eck einen Verein der Nationalparkgegner gegründet hat. Die von Eck gemachten und erstaunlicherweise auch von der Klimaschutzbeauftragten der Bundesregierung, Dr. Anja Weisgerber, mitgetragenen Vorschläge, auf der Strecke stattdessen einen Radweg und eine Fahrbahn für autonome Busse zu schaffen, sind allein aus Platzgründen nicht realisierbar. Sie spielen auch in den Überlegungen der in Frage kommenden Unternehmen wie der von Eck genannten Firma ZF keine Rolle. Eine Bahnstrecke wie diese, die fast intakt und mit überschaubaren Kosten reaktiviert werden kann, die darf nicht sterben. Das sehen die Menschen mittlerweile alle so. Längst wünscht sich eine große Mehrheit einen Nationalpark und eine wiedereröffnete, ständig, dauerhaft, verlässlich fahrende Steigerwaldbahn.